Danke dir. One, two. Also, ich wollte gerade einen Soundcheck machen. Automatisch mit dem Mikrofon in der Hand. Er will schließlich gehört werden, weil er was zu sagen hat. Die Lampen halten sich Wölfe zur Zeit, die Reisen in Schachtel Sachen. Wir belegen Entschuldige. Musikalisch geprägt haben Konstantin Wecker dabei seine Eltern, vor allem sein Vater, weshalb er daheim zunächst in der Klassik zu Hause war. Mein Papa war Opernsänger. Ich habe bis zu meinem Stimmbruch mit ihm die wunderbarsten Sopranpartien gesungen. Er war Tenor. Ich war eine atemberaubende Traviata. Und ich bin groß geworden mit der italienischen Oper und mit sehr viel Schubert, Schumann, also mit dem sogenannten Kunstlied. Und dann als junger Mann, da kam dann Janis Joplin irgendwann in mein Leben, haben wir gedacht, oh, da gibt's noch was anderes als klassische Musik. Das hat mich auch wahnsinnig gereizt, der Soul, der Funk, ja. Aber ich bin immer der Klassik treu geblieben. Ich habe das ja auch dann eine Zeit lang studiert und dann habe ich mich in Karl Orff verliebt, also in sein Werk. Und als ich ihn persönlich kennenlernen durfte, eigentlich auch noch in ihn, in den alten Mann, ich wollte bei ihm gerne noch Schüler werden, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Aber wir haben uns sehr gern gehabt und haben uns ein paar Mal getroffen. Und dieses Orffsche Element, das ist eigentlich in den 80er Jahren sehr stark in meinen Liedern gewesen. Und ich war ja Anfang der 80er mit einem Kammerorchester auf Tour. Man darf nicht vergessen, es war die Zeit, wo der Punk gerade meine Generation bewegt hat. Und ich habe heute den Verdacht, mein Publikum ist zu mir gekommen, nicht wegen meiner Musik, sondern trotz meiner Musik. Der Intendant und Chefdirigent der Bayerischen Philharmonie erklärt sich Weckers Erfolg etwas anders. Konstantin ist ein Künstler und ein Mensch, der sich ständig weiterentwickelt, der ständig Fragen stellt und nach Antworten sucht, neuen Antworten sucht. Und das ist das, was ich so sehr schätze an ihm. Das ist seine Authentizität. Und dass in jeder Lebensphase, auch in jeder Herausforderung, er sich immer bemüht hat, sich treu zu bleiben. Und ich denke, wenn man das auf die ganz große Linie sieht, auch wie wenige geschafft hat, sich treu zu sein. Es ist in seinem Frühwerk, wir spielen jetzt in der Tournee Stücke aus seinem Frühwerk, aus den 70er Jahren. Es ist der gleiche Wecker, der aus diesen Stücken spricht, wie der heute. Ich sehe es als Weiterentwicklung und nicht umsonst hat die Bayerische Philharmonie auch das Motto, die Kunst der Verwandlung. Verwandeln im Sinne von sich zu sich verwandeln oder sich auch etwas anverwandeln. Das ist unheimlich wichtig in diesem Leben, dass wir immer mehr der werden, der wir sind. Aber wer sind wir? Und wie finden wir zu uns, wenn es doch so aussieht, als würden wir uns immer mehr verlieren? Konstantin Wecker könnte schließlich Lieder von damals genauso heute schreiben oder sogar erst recht. Sie sind leider jetzt noch aktueller, als sie damals waren. Und es wundert mich, mit welcher Sensibilität nicht nur ich, sondern viele meiner Kollegen auch in den 70er, 80er Jahren schon eine Situation erfasst haben, wo wir geglaubt haben, dass es nie so weit kommen könnte, wie es jetzt gekommen ist. Also dass es wirklich so weit kommt, dass wir Angst haben müssen, einen Faschismus in Europa zu bekommen. Ja. Schrecklicherweise kann man fast sagen, weltweit, wenn ich an Brasilien denke und Herr Trump macht sich ja auch nicht gerade großartig als Demokrat, dann hätte man das in den 80er Jahren noch nicht sich vorstellen können. Und trotzdem hat man, glaube ich, mit einer gewissen Sensibilität als Autor Strömungen schon erfassen können. Es war eine Überzeichnung der Wahrheit und es war vielleicht eine Beschreibung dessen, was tief in allen trotzdem sitzt und gefährdet ist. Und dazu möchte ich etwas sehr Wichtiges sagen. Mein Freund Hannes Wader hat einmal gesagt, ich denke jeden Tag an Holocaust. Und das war zuerst erschreckend für alle, die umstanden, aber es ist richtig. Man muss jeden Tag dran denken, wie grausam der Mensch sein kann. Wie entsetzlich es sein könnte, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir die Demokratie nicht bewahren. Es ist notwendig, jeden Tag an den Holocaust zu denken. Es ist notwendig, jeden Tag an die bestialischen Verbrechen der Nazis zu denken. Und
es wohnt in uns allen. Es lauert die Gefahr, dass es wieder ausbricht. Und ich rede nicht von denen da. Ich habe in einem sehr guten antifaschistischen Film, Wunderkinder hieß der Film, habe ich einen SS-Mann gespielt. Und mir hat vor mir selbst gegraust, wie gut ich diese Rolle gespielt habe, weil ich etwas rausgeholt habe aus mir, was ich gedacht habe, das gar nie in mir versteckt wäre. Und es gibt einen Holocaust-Überlebenden, der mir gesagt hat, wer den Faschisten in sich nicht entdeckt hat, hat kein Recht, sich Antifaschist zu nennen. Also lass uns alle vorsichtig sein, damit sowas nie, nie wieder passiert. Mit seinem genreübergreifenden Schaffen, das in keine Schublade passt, mahnt Konstantin Wecker davor und behauptet sogar, dass seine Texte schon immer klüger waren als er selbst. Ergreift ihn da nicht eine gewisse Ehrfurcht vor den eigenen Liedern, wenn er dann auch noch ein ganzes Orchester hinter sich hat? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich krieg wirklich, also jetzt habe ich es wieder gemerkt, dass ich leichte Ehrfurcht vor den eigenen Liedern bekommen habe. Denn ich habe das ja alles in den 70ern und 80ern zum Großteil auch noch selbst arrangiert. Und es ist erstaunlich, also das jetzt wieder zu hören mit dem Orchester und nicht in einer abgespeckteren Form, ist für mich auch erstaunlich. Und ich muss dir sagen, diese Tournee mit dem Kammerorchester und mit dem Marc Mast ist ein unbedingter Herzenswunsch von mir gewesen. Und ich werde dem Publikum auch erklären, zuerst mal tue ich es mir zu gefallen. Und ich möchte in diesem wunderschönen Sound von den großartigen Musikern baden. Und wenn es dann dem Publikum auch gefällt, dann freue ich mich. Aber es war ein Geschenk, das ich an mich selbst gemacht habe. Sogar die Penner haben Ausgang und am Rand sind ein paar unverbesserliche noch von uns. Die alten Ängste, pittoresk gepflanzt, treiben sehr bunte neue Blüten. Die Bullen beißen wieder und der Lauter tanzt. Natürlich ist die Musik und die Leidenschaft für die Musik und die Leidenschaft für gute Musik ist das, was uns verbindet. Und es ist 20 Jahre Freundschaft, die sich entwickelt hat. Aus ja, zaghaften Anfängen natürlich aus zwei Welten kommend, scheinbar. Ein klassischer Dirigent. Ich kam nach München, um bei Celibidache zu studieren. Aber meine große Liebe, meine große Leidenschaft war schon in der Jugend immer auch Rock, Pop, Liedermacher, gute Musik, eben auch mit guten Texten. Und die kuriose Geschichte ist, dass ich zur Konfirmation im Schwarzwald auf dem Land einen Gutschein bekommen habe, um mir im Elektrogeschäft was zu kaufen. Und das Einzige, was mich interessiert hat, von diesen 20 Langspielplatten, die es da gab, mehr gab es nicht, war eine Doppel-LP, Deutscher Liedermacherpreis 1977, Konstantin Wecker. Ich kannte den Namen nicht, aber ich fand es ansprechend, was ich gelesen habe im Booklet oder ja, bei dieser Langspielplatte und habe mir die Platte dann gekauft und das war wegweisend, weil ich die rauf und runter gehört habe und jede Note, jedes Wort dann kannte und konnte. Und viele Jahre später ist dann ja, aus einem Konzertbesuch von Konstantin, einem Konzert, was ich dirigiert habe, ich hatte ihn eingeladen, ist eine Freundschaft entstanden, die dann zu ganz vielem gemeinsamen Tun geführt hat. Und ich habe immer gesagt, Konstantin, was du schreibst, das ist symphonisch, ich höre da Chöre, ich höre Orchester, ich höre Streicher, Holzbläser, Blechbläser, Schlagzeug und das ist alles andere als kleines Liedermacherbesteck. Das ist groß symphonisch, lass uns das machen. Und wir entwickeln immer wieder neue Dinge gemeinsam, wobei ganz besonders zu bemerken sind auch die großartigen Arrangements, die Jo Barnikel schreibt, der für sein alter Ego Konstantin Wecker oder umgekehrt Jo als alter Ego von Konstantin natürlich Arrangements schreiben kann, wie es niemand besser könnte. Und die klingen gut, die machen Spaß zu spielen, sie sind herausfordernd, die Arbeit ist intensiv und es ist eine einzige Freude und ein einziger Genuss. Und wir sind auch stolz, dass wir in unserem Jubiläumsjahr 25 Jahre Bayerische Philharmonie diese große Tournee und dieses große Projekt, die Tournee von Konstantin Wecker in diesem Jahr, Weltenbrand, gemeinsam musizieren. Nein, schließ mir, Herr, den Mund. Hilf mir, die Augen binden runter und den Stirnverband. Das heißt, der Frieden im Land.
Ich freue mich wirklich sehr, mit diesen tollen Musikern unterwegs sein zu dürfen. Und der Marc Mast ist halt einfach ein großartiger Dirigent, einer der, und das darf man nie vergessen, von 20 Leuten sind 19 aus verschiedenen Nationen. Ja, ist absolut so. Also unser Orchester ist multinational. Das ist auch über viele, viele Jahre so gewachsen. Der Konzertmeister ist ein großartiger ägyptischer Geiger, klassisch ausgebildet, auch Jazzgeige. Er ist in Ägypten ein Star. Ein Bratschist ist syrischer Flüchtling, der vor 3,5 Jahren über die Flüchtlingsroute hierher nach Deutschland kam, ohne Instrument. Er ist bei uns fest integriert und spielt so gut wie jedes Projekt. Wir haben so spannende musikalische Geschichten auch in jedem Einzelnen der Musiker. Und das wird man sicherlich auch hören. Das sind natürlich Kulturräume, für die aber auch Konstantin immer offen war. Ja, er hat Stücke mit arabischen Einflüssen geschrieben, er spielt mit arabischen Musikern. Und das ist auch eine Botschaft, dass er mit uns, mit der Bayerischen Philharmonie, die so multinational ist und die das auch als ihr Credo hat, zusammen musiziert, fernab von irgendwelchen Orchestertarifvertragslösungen. Es geht um die Musik. Es geht um den Menschen und es geht um die Gemeinschaft und das Gemeinsame. Das ist das, was uns trägt und was wir in dieser Tournee auch entwickeln wollen und entwickeln werden. Und ich bin sicher, nach allem, was ich erlebt habe, dass wir zu ganz neuen Höhen aufbrechen werden im Rahmen dieser Konzerte. Wie schön, dass ich das Recht zum Rechten fand. Es herrscht wieder Frieden im Land. Ich freue mich, dass es mir immer gelungen ist, meine Texte zu vertonen. Und deswegen hast du vorhin auch zu Recht gesagt, ich bin eigentlich auf keine bestimmte Stilrichtung festzulegen. Denn verschiedene Texte erfordern auch meines Erachtens verschiedene musikalische Stile. Und ich habe ja durchaus auch rockige Elemente und bluesige in manchen Liedern gehabt, aber eben auch sehr orchestrale. Und ein Lied wie Hexen einmal eins, das schreit irgendwo nach Carmina Burana. Ja, das schreit nach einem Orchester. Und wir haben natürlich für die Tour auch diese Lieder ausgesucht, die wirklich orchestral schon gedacht waren. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob man, was man in den 80ern, 90ern dann öfters gemacht hat, irgendwelchen Liedern ein Riesenorchester aufgepfroppt hat. Das hört man, finde ich. Da ist das Orchester ein Zusatz. Ich glaube, bei meinen Liedern ist es ein Bestandteil, sind die einzelnen Instrumente ein Bestandteil der Komposition. Und das würde mich freuen, wenn das Publikum das auch so empfindet.